Ein herzliches Hallo und Willkommen zurück bei Factorio. So, ich habe mich nicht informiert. Warum auch? Ich krieg's schon hin. So, was ist the fucking problem hier? Der arbeitet erst ab 5. Oh, sorry, ich habe nichts gesagt. Tschüss. Ich kenne das sonst nur so, dass die Dinger immer alles vollpumpen, bis es halt auf Max ist. Gut, das ist jetzt neu für mich. Gut, wir haben keine Probleme mehr. Mit der Energie. Außer, dass die Energie irgendwann ausgeht. Aber gut, das ist ein Problem für später. So, wir machen als nächstes Test. Erstmal hier 10 davon noch. Gut, wir produzieren hier immer noch die kleinen Fläschlin. Wenn die Forschung abgeschlossen ist, dann gehen wir auf die ersten Automatisierungsschritte, nämlich auf eine Fabrik. Und damit können wir dann, und das wird mein erstes Ziel sein, automatisch rote Fläschchen herstellen. Und da muss ich mir eigentlich erstmal Platz schaffen. Aber wir können die ganze Produktion... Ich wollte es eigentlich hierhin machen, weil man hier halt schon schön geschützt ist. Aber ich glaube, ich werde meine ganze Produktionsarie hier hinsetzen, weil einfach der Strom... Ich klemme irgendwo. Der Strom näher dran wäre. Und dann wäre unser Zentrum irgendwann hier. Ist ein ambitioniertes Projekt, aber wird sehr schnell voll sein. Kann ich euch versprechen. Weil wir haben ja hier auch exorbitant viele Ressourcen. So, wir pumpen uns erstmal voll mit eben jenen. Nämlich Ressourcen. So, dann... Oh, was ist denn hier los? Ich glaube, wir müssen mal eine Runde auffüllen gehen hier, wa? Packen wir uns mal hier Kohle ein und dann füllen wir mal sämtliche Schmelzöfen. Wie gesagt, das kann man eigentlich auch automatisieren irgendwann. Indem man nämlich hier so eine kleine Kohleader hochlegt. Und damit dann das automatisch... Ja, doch, wäre möglich. Da bräuchte ich einen Teiler. Teiler bräuchte ich, ja. Das können wir aber erst später machen. Das finde ich auch nicht günstig. Aber das kann ich nicht anders bauen. Dass das halt auf einer ist. Also auf einer Linie. Hätte ich das eigentlich gerne. So wie hier. Dass alles auf eine Linie geht. Und dann die rechte Linie quasi frei wäre. Aber wir könnten das Ganze ja schon mal machen. Zumindest für einen. So, dann bauen wir uns einen davon. Und das war es eigentlich sogar schon. Der Rest passiert automatisch. Ne, Kupferdraht nicht. So, sind wir mit der... Ach, die Forschung geht auch gar nicht voran, gefühlt. So, ich packe den jetzt einfach mal hier hin. Und dann können wir das Ganze ganz entspannt mit Förderbändern regeln. So, brauchen wir noch Strom. Und jetzt geht die Kohle auf die rechte Seite. Super. Und jetzt können sich die Greifärmchen irgendwann, wenn sie Bock drauf haben, also wahrscheinlich auch, wenn es unter 5 ist, dann hier entspannt die Kohle nehmen. Und das gleiche Prozedere würde ich sehr gerne eigentlich hier machen. Aber da seht ihr schon, ist das Problem, dass das Erz auf der falschen Seite liegt. Also das Erz hier fällt auf die falsche Seite. Das kann ich aber ganz einfach regeln. Hoffe ich. So, ich sag mal, hier kommt dann der nächste hin. So, und jetzt müsste es auf die linke Seite fallen. Super. Dann nächster Produktionsarm. Da müssen wir ganz kurz mal das Ding hier umsetzen. Nämlich hier hin. Wir müssen uns mal hier hinten kurz das Erz nehmen. Können wir einfach schon mal reinpacken. Warum nimmst du denn eigentlich nicht das Erz? Bist du eigentlich blöd?
Ach, weil das Ding voll ist. Das ist schon bei 100. Deswegen funktioniert das nicht. So. Zack. Jawohl, rechte Seite. Dann haben wir hier Erz, Kohle, Kupfer, Kohle. Und ihr seht, die Dinger benutzen die Kohle. Oder? Naja, die werden sich auf jeden Fall die Kohle nehmen irgendwann. Gut. Sehr schön. Dann brauchen wir uns darüber nämlich auch keine Gedanken mehr machen. Jetzt läuft alles automatisch. Einzige, wie gesagt, ist jetzt noch die Energie. Da kann es irgendwann sein, dass es zu viel oben wird. Für unseren oder unsere beiden Generatoren. Und dass sie nicht mehr hinterherkommen. Ansonsten sind wir erstmal ganz gut ausgestattet. Warum ich eigentlich mich darauf beschränke, nur 300 mitzunehmen, ist, glaube ich, auch richtiger Quark. Weil hier, das Ding ist einfach rappelvoll. Na gut, das brauche ich auch nicht sortieren, weil das wird eh gleich wieder voll werden. Haben wir noch irgendwie Müll? Nee, ne? Und wir haben noch Kohle. Kohle brauche ich tatsächlich jetzt erstmal nicht mehr. Kann ich ablegen. Holz, Steine können wir auch ablegen. Brauche ich erstmal nicht. Obwohl, wir können einfach mal so 2, 6 Steine mitnehmen. Die Zielsteine brauche ich definitiv noch nicht, weil ich keine Mauern bauen kann. Alter, meine scheiß Forschung geht einfach nicht voran. Mann, ey. Ich will diese Forschung jetzt abschließen, damit ich auf die Fabrik komme. Ansonsten kann man noch irgendwas herstellen. Ich glaube, erstmal sind wir ganz gut ausgestattet. Also zumindest mit den Starteigenschaften. Ich könnte natürlich hinten die beiden... Oder das da noch. Ach genau, Radar würde ich gerne bauen. Und zwar... machen wir mal 4 Radare bitte. Womit ich die Karte weiter aufdecke. Und das setze ich mal hier unten hin. Was haben wir jetzt gedrückt? Auf jeden Fall nicht die richtige Taste. So, die knallen wir mal hier unten hin, die Radare. So, um den Punkt machen wir jetzt die Radare, wenn wir irgendwann mal dazu kommen. Also nach den Fläschchen. Zack. Zack. Müsste aber auch endlich mal, oder eigentlich gleich durch sein. Das ist ja auch eine Jahrhundertaufgabe und wir sind gerade mal bei 30. Strange. Ja, dann können wir... wahrscheinlich die Forschungslabore auch nochmal umsetzen. Wobei die ja immer relativ schnell gemacht sind. Achso, ne. Bin ja immer noch... Forschungsmission! Forschungsmission! Ja, zack, 4, 2. Also die nächsten kommen hier rein. 4, 7, 4. Ich könnte das eigentlich auch jetzt schon automatisieren. Da brauche ich mir gar nicht den Stress antun, dass ich das hier alles einzeln mache. Sondern wir machen einfach hier... Ach ja, das geht ja so nicht mehr. Shit. Müsste ich das umbauen. Gut, wir setzen mal ganz kurz die Labore um. Kriege ich das mit einem hin? Nee. So, dann kommt hier ein Förderband. Ich brauche eine Kiste. So, jetzt kann ich natürlich erstmal wieder die Sachen reinlegen. Ein Greifarm brauche ich, beziehungsweise 4. So, gut, dann muss ich doch nochmal... ...die hier auch abreißen wieder. So, die Kiste. Und da kann ich jetzt ganz entspannt immer meine roten Fläschchen reinlegen. Da muss ich nicht, nämlich nicht manuell mich hier darum kümmern. Sondern sag einfach hier, da in die Kiste die Fläschchen rein und dann nehmen sich die Greifärmchen das alles selber. So, Radare. 1, 2, 3. Okay, kein Strom. Mast.
Hier, gut, dann reißen wir den nochmal ab. Zack. So, jetzt sehen wir hier Sektor Scan. Wer war der Erste? Ja, ist egal. Lass mal durchlaufen. Die verbrauchen halt sehr viel Strom. Aber wir kriegen die Karte größer und freigeschaltet. So, jetzt ist es gleich fertig. Und dann gehen wir auf die Karte und sehen. Zack. Zack. Wir erforschen die Gegend weiter. Und finden damit dann vielleicht neue Ressourcenfelder oder neue Gegnerfelder oder. Aber so kommt man quasi in der Karte ein bisschen voran. So. Okay, der da hinten nimmt sich zumindest schon mal ein. Und da ist leider immer das Problem. Das muss ich leider beheben. Dass die Dinger irgendwann stecken bleiben. Deswegen lasse ich sie im Kreis fahren. Und die können sich dann wirklich nach und nach, wenn sie halt nochmal welche brauchen, die Fläschchen einfach runternehmen. Das ist bei dem halt nicht die Sache, ne? Hier stockt es irgendwann. Aber bei den Fläschchen will ich nicht, dass die irgendwo da hinten stecken bleiben, weil dann sind die halt nutzlos. Deswegen hier so ein schönes Rundkarussell gebaut. Wir werden nicht mehr angegriffen. Super, oder? So, haben wir eigentlich noch welche? Ah, hier kommt, zack. Nächsten Fläschchen drauf. Putz. Putz. Immer schön im selben Abstand. Dann dreht sich das und dreht sich das. Und wir können die Forschung endlich abschließen. So, Munition. Gut. Dann gehen wir jetzt auf die Automatisierung. Damit können wir die erste Fabrik bauen. Und in diesen Fabriken können wir dann die ersten Teile herstellen. Nämlich, wir können gehen auf Kupferkabel, auf, na, Eisenplatten nicht, aber hier Eisenstangen, Eisenzahnräder, bla bla bla. Und wir brauchen ja Kupferplatten plus Eisenzahnräder für die roten Bupsel. Das heißt, Kupferplatten haben wir da. Und Eisenzahnräder müssen wir herstellen. Dafür braucht man eine Fabrik. Aber das zeige ich euch jetzt gleich alles. Wir können aber schon mal... Sehr gut. Das geht sehr, sehr schnell. Sehr schön. Optik. Bringt mir Licht. Das ist auch gar nicht verkehrt. Besonders nachts. So, dann müssen wir hier ein bisschen umbauen. Und wir brauchen dafür definitiv das. Fabriken können wir uns schon mal 3 setzen. Ja. Und Greifärmchen brauchen wir definitiv auch nochmal welche. So, und jetzt haben wir hier auch einen langen Greifarm. Die Erklärung für einen langen Greifarm gebe ich euch aber später. Ich weiß nicht, ob wir den so schnell brauchen. So, das müssen wir ja kurz abreißen. Das ist unser Inventar wahrscheinlich voll. Wir ziehen mit unserem Kupfer nach oben. So. Dann haben wir's. Dann haben wir hier Kupfer. Kupfer brauchen wir für die Fläschchen. So, jetzt muss ich ganz kurz überlegen, wie ich es baue. So, die Fabriken bauen wir erstmal dahin. Alter, okay, das ging schnell. Wir können Licht bauen. Die Wände definitiv. 10 Stück. Das wird jetzt super schnell gehen, außer wir haben gleich keine Fläschchen mehr. Also, Fabriken. Wir brauchen eine Fabrik. Beziehungsweise sogar 2 Fabriken. Die uns Eisen herstellen. Dafür brauchen wir Eisenplatten. So, jetzt können wir nämlich hier sagen, bitte herstellen Eisenzahnräder. Zack. Dafür brauchen wir Eisenplatten. Dann brauchen wir ein Greifärmchen, was die Eisenplatten in diese Fabrik macht. Weil wir brauchen ja die Zahnräder. So, da seht ihr, Eisenplatten gehen schon mal voran. Dann hole ich hier die
Kupferdinger dazu. Und ganz ehrlich, ich werde... Oh. Eh nicht alles brauchen. Von daher kann ich sie auch hier weiter dann ansammeln. So, da brauchen wir noch einmal Strom. So. Jetzt stellt der Fläschchen her. Durchgehend. Und der theoretisch Eisenteile. Wenn ich denn Eisenplatten habe. So, das machen wir aber auch ganz einfach. Das können wir später auch nochmal ein bisschen ändern. Das ist jetzt auch eher so provisorisch. So. Ja, ich brauche hier natürlich wieder ein Ärmchen. So, jetzt wird hier automatisch, werden hier Eisenplatten reingelegt. Ach so, klar. Und die... Was ist jetzt los? Nein, meine Fabrik wird angegriffen. Oh, ihr wollt mich doch verarschen, ernsthaft? Meine Fabrik sag ich schon. Okay, jetzt habt ihr es euch richtig verscherzt mit mir, ihr Drecksviecher. So, reparieren. Hallo? Hallo? Gut, alles klar. Zu euch komme ich gleich. Was denn? Warum ist denn hier Alarm? Ist doch alles okay, oder? Ja. Okay, die greife ich gleich an. Ich mache jetzt mal ganz kurz die Fläschchenproduktion zu Ende. So, und die Fläschchen, die wir jetzt haben, die kommen dann auf ein separates Förderband, was ich jetzt gerade bauen werde. Das ist natürlich auch richtiger Quark. So, und die Fläschchen kommen jetzt quasi darauf, gehen dann hier rum und dann wird automatisch immer wieder was hergestellt. So muss es aussehen. Und jetzt überlege ich, weil eine Fabrik kann ganz locker zwei davon abarbeiten. Ob ich nicht noch eine zweite irgendwie setze. Da muss ich allerdings ein bisschen umbauen. Ah, dann kann ich euch mal zeigen, wie das mit den großen Greifarmen ist. Also, ich baue mal die nächste Fabrik. Shit, ich brauche dafür... Ah, okay, müssen wir gleich mal gucken. So, Wände haben wir fertig. Ich muss mal ganz kurz hier ein bisschen umplanen. Also, so würde es theoretisch funktionieren. Aber ich reiße jetzt hier alles ab. Ich baue das alles anders. Und zwar werde ich das Ganze irgendwie konzentrieren irgendwo. Ja, euch brauche ich. Euch brauche ich nicht. Oh. Clever. Ist mal alles gekappt. Achso, ja, gut, okay. Der müsste da tatsächlich stehen bleiben.
Ansonsten geht's nicht weiter. Das muss aber weg und... Na gut, das eine Kupfer hier noch einsammeln. Okay. Sieht auch nicht schön aus, würde ich sagen. Können wir eigentlich auch locker anders bauen. Sollen wir hier ein bisschen optimierter bauen? Du bist ja auch super sinnlos, ne? Ja. Das hier nicht zentral bauen? Nee, ich brauche den da unten noch. Okay. Ja, da muss es halt so aussehen. Aber dann sparen wir uns mal ein bisschen was. Okay, also ich brauche zwei Fabriken hier. Plus eine Fabrik, sagen wir mal. Müsste gehen. Eine vier. Das geht dahin. Das geht dahin. Und das geht dahin. So, wir produzieren hier Eisenstickies. So, dann bauen wir nochmal eins so. Und die neuen dahin. So, einmal bitte noch Stromski. So, Eisenplatten, alle rein. Dann produziere ich hier Eisenplatten. Hier stelle ich die Dinger her. Läuft. Läuft. So, ihr legt eure beiden Sachen da drauf. Jawohl. Und dann brauche ich hier ein kleines Rondell. So, 1, 2, 1, 2. Und meine Labore baue ich dann dementsprechend da auf. So, dann brauche ich nochmal Greifer. Ich habe nicht genug Komponenten. An was mangelt es denn? Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube an dem Schrott hier nicht. Alter Schwede. Ein bisschen viel vielleicht. So, jetzt wird das hier nach und nach erstmal rausgelegt. Dann holen wir uns nochmal Eisenplatten. Eisenplatten kann man eigentlich immer voll Karacho mitnehmen. Da braucht man sich gar keine Gedanken machen. Ja, Strom fehlt natürlich. Wie immer. Aber ich baue mir erstmal meine Ärmchen. Zack, zack, zack. Ja, die 0. So. Und jetzt wird alles automatisch mit roten Teilen versorgt. Was bist du denn? Einfache Verteidigungstürme. Super. Erforschen. So, das geht jetzt ratzfatz jedes Mal. Das Einzige, was wir aktuell noch machen müssen, ist quasi diese Fabrik dauerhaft mit Eisenplatten zu versorgen. Was aber okay ist. Also ein bisschen Fußarbeit gehört ja auch noch dazu. Okay, krass. Ja, die werden nicht lange ausreichen. Okay, das ist auch einfach komplett voll. Oh, ich glaube, ich bin am Maximum angekommen. Kann das sein? Die, auch die Platten sind so krass viele. Ja, ich glaube, ich werde mal eine weitere Dampfmaschine bauen. Oh, zwei. Sehr schön. So, erledigt. Dann schnellere und flexiblere Wege des Transports. Das ist auch wichtig. Das zeige ich euch gleich. Das ist nämlich auch unter anderem der Teiler mit dabei. Da kann man die Fließbänder quasi sich aufteilen lassen. So, das hier ist tatsächlich komplett voll. So, jetzt habe ich erstmal genug Energie. Der kriegt auch immer wieder schön reingestopft. Sehr schön. Was ist jetzt los? Würde mich verarschen.
Alter, wo kommt ihr denn her? Oh, die haben die ganze Produktion hier von dem Stein kaputt gemacht. Oh, ihr Drecksviecher, wo kommt ihr denn auf einmal her? Oh, das gibt's doch nicht. Das regt mich gerade richtig auf. Alter, ihr Mistviecher. Okay, ich brauche unbedingt diese Verteidigungstürme jetzt. Die haben wir ja aber zum Glück jetzt erforscht. So, die befinden sich nämlich hier, Geschütztürme. Und davon machen wir uns jetzt mal 5. Das Problem ist, die müssen halt mit Munition versorgt werden, aber Munition können wir uns jetzt auch mal herstellen, automatisch. Was ist denn jetzt los? Okay, ich habe gedacht, ich werde schon wieder angegriffen. Indem wir uns nämlich nochmal eine Fabrik bauen, pass mal auf, das machen wir jetzt dann erstmal danach. So, neue Logistikbänder. Dann machen wir jetzt erhöht Feuerrate und zwar nur mit roten, okay. So, wir nehmen uns hier schon mal ein Ärmchen. Da kommt ein Fabrikchen hin. Nächstes Ärmchen. Eisenkiste. So. Ich hätte gern Munition. Und zwar dauerhaft. Ja gut, das lässt sich nicht vermeiden. Muss ich beides bauen. So. Aber was mangelt's? Ach, ich brauche 4, genau. Eisenplatten werden halt jetzt hier auch richtig verbraucht. Aber ich stelle da automatisch Schusswaffenmunition her. Diese brauche ich für die Türme. Und die Türme werden wir jetzt setzen. Damit ich zumindest mal grob eine Verteidigung hier habe. So. Okay, der produziert erstmal automatisch. Ich werde mir nochmal definitiv Munitionsstreifen herstellen. Was ist denn hier los? Ach, hier fehlt ein Förderband, ne? So. Licht können wir uns auch mal herstellen. So, dann haben wir hier Teilbandfließer. Was? Teilerfließband? Wow. Und unterirdisches Fließband, okay. Licht, bla bla. Genau, Ziegelsteine. Wie gesagt, brauchen wir für Mauern. Das Radar oder die Radare arbeiten ordentlich. Also hier, das war unser Startbereich. So, und das ist jetzt alles schon dazugekommen. Hier ist, oh, hier ist so eine Massenkolonie, Alter. Shit. Ich will nicht wissen, was das hier hinten alles ist. Aber ich werde wohl mit dem bisschen Munition, was ich hier habe, nicht allzu lange aushalten. Achso, ist die Verteidigung gebaut? Sehr schön, Verteidigungsgeschütztürme. So, da sehen wir den Radius, der quasi abgedeckt wird. So, ich knall jetzt einfach mal einen hier hin. Das ist jetzt erstmal nur grobe Verteidigung tatsächlich. Da. Das werden wir später nochmal ein bisschen besser bauen. So, da brauchen wir allerdings auch, wie gesagt, immer. Nee, das ist Quatsch. Ich hätte gern 5. Wie kann ich denn einzeln setzen? Nee. Nee, ach. Dämm, Alter. Okay, so geht's. So, machen wir hier 5 Streifen rein, dann kann sich das Ding verteidigen. So, 5 Streifen rein. Ein Verteidigungsding habe ich noch, genau. Das brauchen wir oben für den. Fürs Kraftwerk. So, ich kann mir in der Zwischenzeit auch nochmal welche herstellen.
Das schöne Teil setzen wir hier hin. So, da fahre ich aber mal 10 rein, weil ich ehrlich gesagt wenig Bock drauf habe, dass hier ständig Angriffe passieren. So, wir... Ich brauche vorsichtshalber... Nehme ich mir nochmal Eisen-Dinger mit. Und in der nächsten Folge werden wir dann da hinten diese kleine Kack-Ecke angreifen. Weil die geht mir schon wieder richtig auf den Sack, dass sie mich angreifen. Gut. So, Munition wird hergestellt. Zack, schon 41. Ja, ist eigentlich... Kann man natürlich auch so machen. Ja, macht wahrscheinlich auch mehr Sinn. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und sage ciao, tschüss, bis morgen. Und dann werden wir... Hallo. Erst angreifen und dann weiter in die Produktionsketten gehen. Nächste, was nämlich ansteht, sind die grünen Fläschchen. Und dafür brauchen wir ein bisschen mehr. Und das werden wir uns dann morgen genauer angucken. Haut rein, ciao, tschüss und bis dann.